gelernt hast. Verfolgung eines roten Lamborghini. Seht ihr das? Der Typ richtet jede Menge Schaden an. Verdächtiger verlässt die Straße. Verdächtiger entkommt. Verfolgung fortsetzt. Verfolgung eines roten Lamborghini. An alle Einheiten, seid... Verdächtiger benutzt ein Störsender. Ich habe ihn. Werde ihn jetzt festnehmen. Achtung! Verdächtiger hat ein Nagelband abgeworfen. Alle Einheiten, Waffensysteme ausgefallen, Kommunikation wird umgeleitet. Verdächtiger entkommt, Verfolgung fortsetzen. Alle Einheiten, Freigabe für EMP-Einsatz. Verbindung unterbrochen. An alle Einheiten. Unsere Signale werden gestört. Sind auf Sichtkontakt angewiesen. Ich habe Sprachschein. Straßensperreneinheiten gehen direkt vor euch in Stellung. Verdächtig. Fahrer in den 50. Straßensperre verwickelt. Alle Einheiten zugreifen.
Alle Einheiten bitte melden. Das ist eine Notfallsituation. Das ist eine Notfallsituation.
Zentrale an alle Einheiten. Officer benötigen Unterstützung auf der Oakland Valley. Alle Einheiten bitte melden. Das ist eine Notfallsituation. Die Ingenieure von Porsche kannten ihr Ziel genau. Der neue 911 GT2 RS sollte der leistungsstärkste Porsche für die Straße werden. Ziel erreicht. Der wassergekühlte 6-Zylinder Biturbo-Boxermotor mit 4-Ventiltechnologie, variabler Turbinengeometrie und VarioCam Plus gibt seine Leistung ausschließlich an die Hinterachse ab. Aus seinen 3,6 Litern Hubraum schöpft er enorme 620 PS. Bei einer Drehzahl von 6600 Umdrehungen pro Minute und ein Drehmoment von 700 Newtonmetern, das zwischen 2250 und 5500 Umdrehungen pro Minute anliegt. In Verbindung mit der Gewichtsreduzierung um 70 Kilogramm im Vergleich zum GT2, die durch intelligente Verwendung von Carbon, Aluminium, Polycarbonat und eines Einmassenschwungrads erzielt wurde, ergibt sich ein Leistungsgewicht von 2,21 Kilogramm pro PS, das in dieser Klasse ungeschlagen ist. Wo immer möglich wurden Carbon-Elemente verbaut, beispielsweise in der Frontspoilerlippe und dem Heckflügel. Sogar Schmutzfänge aus Carbon sind wahlweise erhältlich. Diese Teile sparen nicht nur Gewicht, sondern sorgen mit ihrem mattschwarzen Finish außerdem dafür, dass der 911 GT2 RS leicht vom 911 GT2 unterschieden werden kann.